Ahoi Leute und willkommen zu einem neuen Part von Let's Steal All Them Games. Ja, okay. Ich suche mir gerade mal den netten Freund hier auf, der hier oben irgendwo sitzt. Moment, ich muss ihn finden. Da oben saß er gerade eben. Jetzt muss ich ihn erstmal finden. Ich will nämlich einen reinhauen. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich habe die Map übrigens geworfen gerade. Oh, fuck! Aua! Was denn? So. Bitte lass mich in Ruhe, Alter. Ich hatte gerade nur noch 3 Herzen. Ich bin im Haus runtergefallen. Ich gehe jetzt zurück mal zu unserer Insel und dann, also zu unserer kleinen Insel, hol das Eisen ab und dann hau ich auch ab. Wohin haust du ab? Nach Hause. Okay. Ich komme gleich. Wow, nein, nein, nein! Bin schon wieder fast gestorben. Weißt du, ich musste gerade erstmal gucken, wo Dings Ich habe ihn ist. ins Wasser geschlagen. Ich muss gerade selbst erstmal gucken, wo der wo unser Eingang ist. Den konnte ich nicht mal sehen. So, dann nehmen wir hier noch ein paar Eisen raus. Unten in der Kiste, also wenn du reingehst, rechts ist dann gleich so eine kleine Höhle und da Ja, sind, da habe ich ich Boote muss erstmal gelagert. zurückkommen. Ich habe keine Ahnung, wo das war. Wie ist denn die Bist du Rosenblätter? geschwommen? Ja. Okay. Darf ich nicht so schnell, Moment, es wird Ich gerade werde ab Nacht. jetzt hier wieder einen Cut setzen und das alles in Speedrun laufen lassen. Jo, ich würde es dann auch machen, also dann bist gleich Leute. Bis gleich. Und dann kommt wieder Benny Hill Musik. Yay! Eigentlich müsste ich jetzt So, wieder das jetzt habe Motorboot ich machen. hier. Alter, ich kann voll nicht lenken. Hast du ein Boot? Warte mal auf mich. Warte mal bitte auf mich. Ja, dann komm halt schneller. Ich weiß ja nicht mal Ist wo. übrigens mitten in der Nacht. Ich weiß ja nicht mal wo du bist. Ich bin da, wo der Eingang ist. Ich weiß ja nicht mal wo der ist. Ja, dann find das raus. Ja, warte. Ich laufe gerade durch den Wald. Bin bei einem anderen Haus, bei dem unfertigen Haus, glaube ich. Bin ich Ja, und richtig? da musst du dann. Ja, jetzt musst du rechts. Siehst du mich auf dem Wasser? Ja, da. Warte, ich Und brauche auch noch ein unter Boot. mir ist, glaube ich, das Teil Ich schon. brauche auch noch ein Boot. Ja, das ist unten in der Kiste drin. Super. Kommt ihr mit dem Portal zurück oder wie macht ihr das? Schreibt ihm mal, nein, wir müssen schwimmen und das alles in Speed. Schreibt Portal ist Buggy. Ich bin nur abgestiegen. Ja, jetzt ist. Wo ist der Eingang? Wenn ich das wüsste. Nein, ernsthaft mal. Nein, ernsthaft, wenn ich das wüsste. Ich seh ihn ja noch gar nicht. Wo? Ach da. Nee. Hä? Da vorne? Nee, hä? Keine Ahnung. Ja, WTF, hast du die Seerosen abgebaut? Nee. Müsste hier sein. Da ist er. Hab ihn. Lass uns eine Seerose genau drüber planten. Nee. Hey, hier ist nur eine Vertiefung. Musstest du dich einen runtergraben dann? Nein, das ist eine Vertiefung. Also, nein, also du hast eine, also die oberste Fläche, da ist Wasser drauf, dann kommt Ein Schild. Ja, hab's. Nee, doch nicht. Shit! Habt ihr 2 Portale? 5. Hä? Hier ist ein. Ich finde das Loch nicht. Ja, es ist etwa auf meiner Höhe, glaube ich. Moment, ich suche selber mal. Es Das ist ist. hier vorne, weiter rechts von mir. Wo denn?
Weiter rechts von mir, da irgendwo. Unterm Boot etwa und dann ein bisschen weiter. Der WTF, ich find's nicht. Müsste direkt unter dir jetzt sein. Ja, warte, das ist da. Das müsste hier irgendwo sein, weil du hier die Seerosen hast. Ich find das scheiß Loch nicht, Alter. Was ist das da? Du bist, hinter, es ist hinter dir, rechts hinter dir. Ja, du bist direkt davor jetzt. Ne, noch ein Stückchen nach links, glaube ich. Ja, noch, du musst dich einfach nach links drehen, dann bist du direkt davor. Das ist ein Turm. Ja. Ja, bist du. Ach, da ist das drin! Ja, was denkst du denn? Ich dachte, du hast einfach ein Loch in der Erde gemacht. Ja, am Arsch. Ja, der Turm ist zur Oberfläche gebaut. Und dann reingehen und dann rechts und also rechts ist dann so ein kleiner Brennraum und alles. Ja, hab's. Hast du dahinter ein Obsidian gebaut? Nein, wieso? Weil dahinter ein Obsidian ist. Ja, das ist ein Bug, das hatte ich auch. Da drüben ist von mir ein Emerald und... Jetzt geht's wieder. Ich habe einen abgebaut. Ein Obsidian. Ja. Nein. Kevin da. Wo müssen wir hin? Jörg, wie geht's dir eigentlich? Er ist beim Sommerhaus rausgekommen. Okay, dann nehmen wir es wieder auf. Mit Fast Forward. Ich nehme die ganze Zeit auf. Ich nicht. Ich habe keinen Bock, das so zu cutten. Ich mache da mal eine Aufnahme-Cut. Ich cutte das nicht. Das ist kaputt. Wo müssen wir hin? Einfach von der Insel wegfahren. Ja, ich bin schon fast weg. Ich wette, ich disconnecte gleich. Wo bist du? Weißt du, es ist richtig scheiße, das Teil zu finden, den Turm. Ja. Ja, könntest du mir gerade mal Koordinaten durchgeben? Er ist bei einem Sommerhaus rausgekommen, meinte er. Bei was? Bei einem Sommerhaus. Wo ist er denn hingegangen? Was weiß ich denn? Ich bin jetzt an Land. Ich nicht. Alter. Mach mal die Brightness hoch. Das hat gar nichts gebracht bei dem Shader. Ich mach einen Shader kurz raus. Ja, das würde ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo zu Hause ist, ne? Hä? Ich habe keine Ahnung, wo zu Hause ist. Minus 800, minus 600 war es, glaube ich, etwa. Stimmt. Also, laufen! Aber so unser Tunnel schon geil, ne? Ja. Das ist zwar morgens, ich glaube, ich warte einfach noch bis zum Tag. Ich nicht. Ja, du bist ja schon fast da. Stimmt gar nicht. Der ist bei minus 1300, minus 1400. Okay, ich geh gerade voll in die falsche Richtung. Jetzt gehe ich noch falscher. Hast du Part 3 jetzt einfach richtig gecuttet schon? Hast du das gut hinbekommen? Was Part 3? Nee, das war, ach stimmt, das war ja Part 12 und war Part 13. Ich hab was verwechselt. Ich geh komplett falsch. Was? Ich geh komplett falsch. Richtig. Der Creeper explodiert übrigens auch, wenn du 1000 Meter entfernt bist. Momentan irgendwie. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder so. Es wäre geil, wenn es wie bei Terraria wäre, dass man einfach die Fackel in der Hand halten kann und dann kriegt man Licht. Ja, gibt's mit Mod. Mhm. Ja, wir wollen ja alle keine Mods. Hast du was zu essen mit? Ja. Wie viel? 3 Steaks noch und 28 Melonen, wieso? Weil Melonen anstrengend sind. Wo bist du jetzt, Jörg? Gleich zu Hause, gut, ich auch. 1-2-1-2 bin ich jetzt.
Es soll verdammt nochmal Tag werden, damit ich nicht los kann. Dann geht hier gleich auf. Sonne geht jetzt auf. Wenn ich nach rechts gucke, ist überall weiß das Licht. Wenn ich nach links gucke, wird es langsam rot das Licht. Nimmst du es gerade auf? Ne, wieso? Ich schon. Ja, warum sollte ich aufnehmen, wenn ich sowieso nur warte, dass es Tag wird? Ich verstehe nicht, warum du wartest. Du kannst einfach an den ganzen Monster vorbeilaufen. Ja, aber ich sehe diese Seerose, ich sterbe dann. Das ist beim Shader so. Das ist so extrem dunkel, dass du nichts siehst. So. Oh, Aufnahme ist wieder an. Ich bin jetzt minus 900 schon. Sollte also gleich da sein. Ja, aber der Wasserweg ist auch richtig wenig. Das kann man eigentlich ohne Boot fahren. Das ist mit Boot schneller. Ja. Weil theoretisch könnte man auch ohne. Ja, könnte man. Ich bin jetzt schon minus 1000, minus 929. Ich glaube, hier habe ich mich letztes Mal auch durchgeschlagen. Ich war einfach noch ein Stück weiter mit dem Boot. Hey Jörg, hast du Kakteen mitgebracht aus der Wüste? Okay, gut. Minus 800, minus 600? Etwa. Bin ich gleich da. Okay, bin jetzt minus 950, minus 800. Alter, ich liebe den Shader. Kann ich verstehen. Oh, das sieht gut aus. So, Left Shift. Bin gleich da. Akazienholz, 1,5 Stacks. 1,1? Akazienholz, 1,5. Eineinhalb Stacks Fleisch. Minus wollen 800, wir uns auch demnächst Outsolats holen noch? Ja, ich bin da, ich sehe Jörg. Ich bin da. Und herzlich willkommen zurück. Ich bin noch am Laufen. Ja, ich bin gerade wieder da und. 50 Leder, Alter, nicht schlecht. Joa. Das reicht halt für die Verzauberung. Dezent. Gut, was macht man jetzt mal? Minecraft spielen. Jörg eine Faust geben. Schnell mein Diamantschwert mal zurücknehmen. Hast du jetzt auch da gelassen? Ja. Ich hatte Angst, dass die jeder ein Haus zu bauen demnächst. Ja. Ich hatte Angst, dass die auf einmal sagen, so gut, Krieg und alle töten uns. Waren halt echt ein paar mehr als wir. Also, sie waren ja zwei lustig. Zwei mehr. Nein, es waren zwei Leute. Stimmt, da waren es genauso viele wie wir. Aber es war ganz lustig. Ich meine, ich gehe da hin, so Abschiedsfaust, hau beide einmal. Das war 1100, 800, minus 800. Also minus bei beiden. Ja. Kann ich essen, chillig? Wieso kannst du nicht? Wow! Da war lag. Ich bin gerade deshalb fast aus dem Fenster gefallen. Tampon ist weg. Wir brauchen ein neues Schaf hier drin. Du hast einfach Tampon. Du hast zugelassen, dass Tampon kommt. Was Tampon ist, los mit dir? Ist nicht tot. Was bist du für ein Mensch? Du hast einfach Tampon kommen lassen. Sie ist nicht entkommen. Siehst du, wenn du wieder da bist. Wo hast du eine Route drin? Eine Route? Ja, eine Leine. Leine ist bei Werkzeug. Hab ich gerade schon gesehen. Also nicht, dass ich sie bräuchte. Nee, natürlich nicht. Oh, ich bin ja schon mal in unserer Stadt. Mensch, ich gehe erstmal nach Tampon gucken. Ja, ich habe Tampon gerade rausgeholt. Wollte mit ihr gerade spazieren gehen. Siehst du? Komm mit, Tampon.
Guck, ich musste extra die Tür aufbauen, um Tampon da rauszuholen. Komm, Tampon, wir gehen jetzt wieder zurück. Freddy ist wieder da. So, ich nehme es auch wieder auf. Komm rein, Mädchen. So, Leute, wieder da. Speedrun, fertig, bla. Und, pack mal, den Nether... Moment mal, ich mach da oben... Wir haben noch schön da bestimmt. Ich hab sogar noch welche mit. Da oben kommt, wir machen eine Kiste für Netherzeug, okay? Jo. Ne, Tampon, du bist eine gute. Du hast schon, dass ich nie wieder damit leben kann, dass es nicht die echte Tampon ist. Das ist die echte Tampon, ich wollte nur mit dir Gassi gehen. Genau. Ich meine, können diese Augen lügen? Ich habe gerade voll an sie rangezoomt. Wo ist Sand? Ach da. Sand hatten wir hier drin, notfalls. Aber dann können wir das Schild ändern. Warum sollten wir jetzt das Schild ändern? Weil wir dann eine Sandkiste haben und eine Kieskiste. Okay. Ich habe mich Timer weiterlaufen lassen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich aufgenommen habe. Ich auch nicht. Da ich sowieso fast vorher mache und das auf 2 Minuten Strecke, dann... Jetzt habe ich noch 3 und ich mache jetzt noch 10 Minuten. Ja. Nein, 10 Minuten ist ein bisschen viel. 8. 8. Gut. Kann man machen. Ich suche mir schon mal einen Bauplatz für mein Haus. Jo. Und dann dürfen die Bäume dahin auch bitte nicht gefällt werden, weil ich will mitten im Wald wohnen. Oh, One Games weg. Meine Erde kommt dahin. Das Kies noch. Warte, Ich leuchte mal meinen Weg zu meinem Haus aus, weil ich Angst habe. Baywatch ist auch weg, schade. Wollte doch nicht sauber, oh mein Gott, ey. Das Spiel mit dem war ganz lustig. Jo. So bei ihnen. Meinst du, dass wir ihn alles klauen? Wir haben ihn nicht mal was geklaut. Ich habe nur in die Kisten reingeguckt. Ich hab einen Ort für mein Haus. Ja. Es ist ein bisschen abgelegen und mitten im Wald. So, Steinzeugs. Ja, also ich will auch nicht so einen befestigten Weg hin haben, oder hattest du das vor? Nee, ich würde, wenn dann ein Kiesweg oder so, also auf jeden Fall einen Weg dahin. Ja, komm mal kurz her. Kannst du dir fragen, Moment, ich muss noch kurz. Ich meine nur nicht so einen breiten. Einfach so einen einfachen, so einen geschlungen. Ja, kannst du machen, wie du willst. Ein Trampelpfad. Gestaltung liegt komplett in eurer Hand. Also ich bin ja nur die Verwaltung da. Jo. Ich hoffe, ich komme hier niemand anders mit deinem Haus in den Weg. Dann fangen wir mal an, das Haus zu bauen. Boah, mein Spiel lag gerade so fatzig. Ach, schön. Auch nur bei Abbauen, beim Laufen und so geht's. Jörg, hast du schon das Dings fertig? Den Verzauberungstisch? Wo willst du das Haus bauen? Na, folge einfach mal dem... Alter! Es laggt so sehr. Nicht. Folge einfach dem Fackeln. Ja, ich hör schon deiner Stimme, dass es laggt. Hier. Ich hatte eigentlich vor, dass das hier die Wohnfläche wird und dass du... Du kannst dein Haus ein bisschen so abseits da machen, weil hier wollte ich die Dings hin machen. Noch was? Hier, also das komplette Gebiet, wo du jetzt Bäume gepflanzt hast. Dann habe ich dir von Anfang an gesagt, dass das Wohngebiet wird. Ja, genau. Ja, und ich will alle Bäume jetzt weg haben. Gut, ciao. Weißt du, dann am besten wäre dann ein Haus hier, also wenn hab du einen See zum Beispiel. Was? Ich gehe an diesen See. Ja, aber ich würde dann eher sagen, dass du dann auf die Seite hier gehst, weil da hinten ist dann zu nah am Haus dran. Ja klar, ich brauche hier noch mit Saplings zu und dann passt das schon. Und ich reiß dann in der Zwischenzeit schon mal die Bäume hier ab. Mach das. Könntest du erst ab hier die Bäume wegreißen? Jo. Dann habe ich nämlich noch so ein bisschen... Ich kann nicht reden. Noch so ein bisschen Sichtschutz. Ich weiß aber nicht, warum es so extrem laggt. Na, no, Renner ist im Hintergrund. Ja, genau. Bist du besoffen im Hintergrund? Öfters. Scheiße, ich auch. Von Apfelsaft. Und am Ende der Straße liegt ein Haus am See. Was? Okay, jetzt darf ich das Video nicht monetarisieren, danke.
Sollte ich ab jetzt in jedem Part von dir machen. Ich Scheiß Geldgeiler Fame-YouTuber. Danke, ist das nett. Hab ich aber auch verdient. Ja, hast du. Welche Bäume du hier einfach gepflanzt hast. Sorry, aber es laggt so extrem, ne? Ja, kein Ding. Ja, das meinte ich eigentlich zu meinen Schuhs hauern. Oh, tschüss, hauer! Du meinst Jörg? Ja, ich meine Jörg, sorry Jörg. Ich hab die GUI aus Versehen ausgemacht. Also der Baum muss ja aber noch weg. Das ist schon mal dran, also. Gebiet. Die Blätter, die spawnen nicht mal. Leider. Wollen wir so einen etwas einheitlichen Stil machen? Also Fachwerk ist ja der Stil von unserer Stadt, also wollen wir dann so wie die zum Beispiel alle dieses chillig, dann gehe ich erstmal meinen Chef dazu. Wollen wir dann so wie Game Chess das machen? Oder wollen wir, also dass sie dann alle zum Beispiel das gleiche Dach haben? Oder wollen wir das komplett freistellen? Ich würde mal sagen, Fachwerk und den Rest ist komplett freigestellt. Farbe des Holzes, Farbe des Daches, scheißegal. Ich denke mal, wir haben ja alle ungefähr den gleichen Geschmack. Außer Kirschi. Der hat nämlich keinen Geschmack. Ich habe Haltbarkeit 3, Plünderung 2 und Bann 5. Nee, 4. Alter. Wenn ich meine Diamantspitzhacke mache, dann wird sie nicht Also ist mein Schwert ist gut. Ja. Bann ist gegen Untote, gegen Zombies, oder? Ja. Und gegen Skelette auch? Ich glaube. Okay, geht so ist besser als Scheiße. Würde ich mal behaupten. Gehen wir schnell schlafen? Sind wir die letzten, die auf dem Server sind? Ja. Game Chest und also ein paar Jahre und denken gegangen. Dann schon. Wieso ist hier überhaupt Dreck auf dem also eine Dreckleiter? Nur so. Das, dass ich mich ins Bett legen kann. Wenn ich ein bisschen zu weit davon wegstehe, kann ich mich ja. Hier reinlegen. Ich weiß, was er meinte mit Sommerhaus. Was? Wieso stehen da Kakteen? Aua. 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 Für die Kakteen aber woanders. Alter, hier ist, Alter, du hast viel zu viele Bäume gepflanzt. Nein. So ein bisschen abseits vom Weg müssen die schon, weil ich hasse es, wenn die so direkt vor dir sind. Also die hier müssen auf jeden Fall sein. Welche? Die hier, die ich gerade neu gepflanzt habe. Sonst habe ich hier nämlich keinen Sichtschutz und ich will Sichtschutz. Soll ich den Wald einfach niederbrennen ein bisschen? Nein, das kostet zu viele Rohstoffe, bloß nicht. Ich hasse das so viel abzubauen, du hast viel zu viel gepflanzt. Nein, hab ich nicht. Klar, hier sind auch schon Riesenbäume. Oh mein Gott, ey. Normal. Muss ja ein schöner Wald sein. Ich hasse diese Bäume. Also sie ja, zu abzubauen. Abzubauen sind die echt scheiße, aber sie sehen schön aus. Wie wenn Rick gefällt. Du kannst ja alle kleinen abbauen und dann die großen anzünden. Muss halt nur aufpassen, dass es nicht, sich nicht zu weit ausbreitet. Also mit deiner Sichtwand da machst du schon, also ab welchem Baum soll ich gar nicht mehr abbauen, weil... Ab den neu gepflanzten. Ab denen hier. Ja, aber das hier schon wieder viel zu nah dran. Ich meine, wir hatten hier so eine... Mein Timer übrigens. Wir hatten hier eine riesige Fläche und jetzt hast du die auf die Hälfte schon begrenzt. Ja, dahinter kommt direkt mein Haus. Ja, können wir da nicht... Entschuldigung. Können wir da nicht den Baum hier wenigstens noch abreißen? Ja, reiß ihn ab. Ja, der ist ja noch okay. Der hier kann auch noch weg. Ja, also, ja, dann wird das nämlich besser sein, wenn wir den Baum... Ab der Fackel, okay, ab der Fackel. Ab der hier. Welche? Ab der da. Okay. Ja, ich fäll jetzt noch schnell den Baum hier. Genau.
Nom. Wollen wir uns auch einen Marktplatz sozusagen bauen? Klar. Aber NPCs soll ich an die Leine nehmen? Glaube nicht. Gibt auch keine. Ja, könnte man es theoretisch. Also Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Im nächsten Part bauen wir dann hier weiter. Und bis dann, Leute. Haut rein und tschüss. Tschüss.